Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer farbenprächtigen Zeremonie ist heute in Mailand die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 eröffnet worden. Zum Auftakt gab es Popmusik und Klassik und dann folgte im Eröffnungsspiel ein Paukenschlag. Kamerun schlug Titelverteidiger Argentinien. Die Einstimmung auf dieses gigantische Ereignis war kurz wie nie zuvor. Nur 20 Minuten dauerte die Eröffnungsfeier der 14. Fußball-Weltmeisterschaft im Giuseppe-Merzer-Stadion in Mailand. Von Pop bis zu Opernmelodien war alles vertreten. Schicke Farben, viel Musik, tolle Stimmung, keine Reden. Vielleicht war die Atmosphäre deshalb so besonders gut. Fast auf die Minute pünktlich, eine Minute nach 18 Uhr, begann das Eröffnungsspiel. Argentinien, der Weltmeister von 1986, hatte Anstoß. Die Afrikaner als Außenseiter in diese Partie gegangen, unwahrscheinlich forsch, hatten zwei, drei erstklassige Möglichkeiten, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Dann erster Paukenschlag, rote Karte, ausgesprochen von Michel Vidrot aus Frankreich. Rote Karte gegen Omar Biek. In der 66. Minute dann das 1:0 für die Afrikaner nach diesem Freistoß. Die Abwehr des Weltmeisters außer Rand und Band. Die Sensation bahnte sich an. Und schließlich zweite rote Karte für Massing. Ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Spiel war beendet. Die Sozialdemokraten tun sich offensichtlich schwer, dem deutschlandpolitischen Kurs ihres Kanzlerkandidaten Lafontaine zu folgen. Nach Berichten aus Bonn schält sich immer mehr heraus, dass Lafontaine für seine Forderung, den Staatsvertrag mit der DDR im Bundestag abzulehnen, keine Zustimmung in der Fraktion findet. Deshalb wird nicht mehr ausgeschlossen, dass Lafontaine seine Kanzlerkandidatur aufgibt. Aus Bonn, Werner Sonne. Im Auftrag der SPD-Parteispitze hatte er eine heikle Mission. Wolfgang Roth musste gestern nach Saarbrücken, um den SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine vom Rücktritt abzuhalten. Tief besorgt um den Parteifrieden fuhr auch der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt ins Lafontaine-Haus. Auch er versuchte, Oskar Lafontaine zum Einlenken zu überreden. Seine Botschaft: Die SPD kommt an der Zustimmung zum Staatsvertrag mit der DDR nicht vorbei. Doch der SPD-Kanzlerkandidat ließ heute durch seinen Vertrauten noch einmal klarstellen, dass er von seiner Partei Gefolgschaft bei seinem ablehnenden Kurs zum Staatsvertrag erwartet. Er hat seine Position sehr deutlich gemacht. Einmal, dass er den Staatsvertrag in der jetzigen Form und das Vorgehen in dieser Frage in keiner Weise akzeptieren kann, sondern für einen schwerwiegenden Fehler hält. Und er hat gleichzeitig gesagt, dass er erwartet, dass die Partei in dieser Frage eben denjenigen, der für sie die Hauptarbeit leisten soll, nicht im Stich lässt. Das ist die augenblickliche Situation. Es wird noch verhandelt, es wird noch geredet. Man wird eben abwarten müssen, in welchen Entschließungen die Partei nachher endgültig sich wiederfindet. Doch längst ist klar, die SPD-Bundestagsfraktion wird dem Staatsvertrag zustimmen. Die Zerreißprobe scheint unvermeidbar. Im Erich-Ollenauer-Haus wurden in dieser Woche bereits Planspiele veranstaltet, wer statt Lafontaine neuer Kanzlerkandidat werden könnte. Zur Stunde findet in Saarbrücken eine weitere Krisensitzung statt. Die SPD-Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein bis Bayern versuchen, Lafontaine doch noch umzustimmen. Endgültig kommt die Stunde der Wahrheit am nächsten Donnerstag, wenn die SPD-Spitzengremien abschließend zum DDR-Staatsvertrag Stellung nehmen werden.
Die Gespräche zwischen den beiden deutschen Regierungen über noch offene Einzelheiten des Staatsvertrages sind am Abend in Ost-Berlin zu Ende gegangen. Über das Ergebnis wurde Stillschweigen vereinbart. Kanzleramtsminister Seiters erklärte lediglich beim Verlassen des Ministerrates: Wir sind in allen Bereichen auf einem guten Weg. Im Vordergrund der heutigen Beratungen standen, wie verlautet, Enteignungsprobleme und die Verhinderung von Spekulationsgeschäften bei der Einführung der D-Mark. Übersiedler aus der DDR, die seit dem 19. Mai in die Bundesrepublik kommen, haben nur noch einen Rentenanspruch nach den in der DDR gezahlten Sätzen. Wie Arbeitsminister Blüm heute in Bonn mitteilte, hat das Bundeskabinett diese Entscheidung bereits bei der Verabschiedung des Staatsvertrages getroffen. Bis dahin kamen Übersiedler in den Genuss einer deutlich höheren Altersversorgung, denn ihnen wurden Renten in der Höhe gezahlt, als hätten sie ihre Beiträge an die bundesdeutsche Versicherung entrichtet. Auch mit Warschau sind nach Blüms Angaben jetzt Verhandlungen mit dem Ziel vereinbart worden, dass Aussiedler aus Polen künftig Renten nur noch in der Höhe der dort erworbenen Anwartschaften beziehen. Die Außenminister der NATO haben dem Osten den Aufbau einer neuen europäischen Friedensordnung angeboten. Zum Abschluss ihrer Frühjahrstagung im schottischen Turnberry bekundeten sie ausdrücklich, dass der Westen die sowjetischen Sicherheitsinteressen bei der Vereinigung der deutschen Staaten anerkennt. Zugleich unterstrichen sie aber auch, dass ein vereintes Deutschland politisch und militärisch der NATO angehören müsse. Mit der Routine eines diplomatisch formulierten Kommuniqués würde man der Bedeutung des Augenblickes nicht gerecht, fanden die NATO-Außenminister wohl und schickten die Botschaft von Turnberry an die Welt. Darin reichen sie der Sowjetunion und allen anderen europäischen Ländern die Hand zu Freundschaft und Zusammenarbeit. Hans-Dietrich Genscher hat man wohl selten so entspannt erlebt wie hier in Schottland. Er fühlt sich rundherum bestätigt, werde doch die deutsche Einigung von niemandem mehr als Bedrohung der Stabilität in Europa angesehen, sondern im Gegenteil als eine Art Motor. Durch die deutsche Einigung entstehe der Druck, der nötig sei, um schnell die richtigen Strukturen für eine neue europäische Friedensordnung zu schaffen. Eindeutig forderten die Außenminister, ein vereinigtes Deutschland müsse Mitglied der NATO sein. Im Kommuniqué wird jedoch ebenso ausdrücklich angeboten, keine Truppen der Allianz auf DDR-Gebiet zu stationieren. Andererseits gelte im als eher theoretisch empfundenen Fall eines Angriffes auf diese deutschen Lande der Schutz der NATO natürlich auch für die Menschen in Frankfurt-Oder oder Rostock. Von manchen Beobachtern wurde diese Vorstellung als widersprüchlich empfunden, nicht so von Genscher. Spektakulär waren sie nicht, die Beschlüsse von Turnberry, aber gewiss hilfreich. Und vielsagend hieß es in den meisten Delegationen, ein paar sicherheitspolitische Bonbons müssten die Staats- und Regierungschefs ja auch noch zu verteilen haben. Bei ihrem Gipfel in London in knapp einem Monat. Der Besuch der britischen Premierministerin Thatcher beim sowjetischen Präsidenten Gorbatschow hat offenbar Differenzen über die künftige Rolle der Bündnisse im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung gebracht. Während Frau Thatcher erklärte, man müsse zunächst mit den bestehenden Organisationen weiterarbeiten, forderte Gorbatschow eine Veränderung der Strukturen und Doktrinen der NATO, wie dies bereits im Warschauer Pakt geschehe. Die britische Regierungschefin hält sich 4 Tage in der Sowjetunion auf und wird auch Kiew und Armenien besuchen.